Spiraling into the center. The center of the wheel. I am the weaver. I am the woven one. I am the dreamer. I am the dream. I am the weaver. I am the woven one. I am the dreamer. I am the dream. Oh, hey, oh, ihr Lieben. Zurück aus Frankreich. Schlaflos. Voller Energie und Kraft. Angefüllt mit Liebe und Wundern. Bin ich nun hier und tauche ein in die Zeitqualität. Vielleicht kannst du auch nicht schlafen und vielleicht stehst du auch vor einer großen Entscheidung. Vielleicht machst du dir Sorgen oder schaust, was es gibt in deinem Leben und wie du dich mehr wertschätzen kannst. Was ist dein Weg? Was ist deine Wahl? Wohin willst du gehen und wo kommst du her? Was ist mit den Menschen, die dich umgeben? Was ist das, was du erfährst? Die Reise unseres Lebens ist eine Reise voller Wunder und angefüllt mit Begegnungen aller Art. Und tatsächlich ist es so, dass alles das, was dir begegnet, einen Teil deiner selbst repräsentiert. Aber frage dich, warum bist du hier? Warum bist du hier auf diesem wundervollen Planeten? Was ist der Sinn deines Lebens und was ist deine Bestimmung? Und wenn ich mich das frage, dann bin ich von Tag zu Tag mehr davon überzeugt, dass meine Bestimmung die Freude ist. Das Leben zu lieben, mich zu lieben. Und die Kraft der Weiblichkeit wertzuschätzen. Es geht darum, seine Emotionen zu beherrschen, zu kontrollieren und mehr dem Gefühl Raum zu schenken, die Gedanken zu beherrschen und zu fließen mit dem Fluss des Lebens, einfach nur zu sein. Und ich kann jedem Menschen nur raten, sich mehr und mehr wieder einzulassen. Auf den Moment und auf die Zeit. Und die Zeitqualität ist so kraftvoll. Also wir haben im Moment enorme Strömungen von Mutter Erde. Mein gesamter Körper vibriert und ich spüre die Kraft, ich spüre die Energie, die aus dem Erdmagnetfeld kommt, aber auch die aus dem Himmel von der Sonne kommt. Ich dachte zunächst, es hat was mit meiner Reise zu tun und mit dem Übergang von einem Land ins nächste und vielleicht auch mit der großen Fahrt. Aber als ich mich dann in den Wald begeben habe, mich gebadet habe, ja, in der Natur und zur Ruhe gekommen bin, konnte ich feststellen, dass eine große Veränderung gerade nochmal stattfindet und dass wir alle die Möglichkeit haben, jetzt anzuhalten und umzukehren. Ich frage mich, wann ist die Zeit, gut für sich zu sorgen? Wann ist die Zeit, das Leben wirklich in vollen Zügen zu genießen und dich neu zu gebären? Jetzt ist der Moment. Der Moment ist da, um auszusteigen aus der Matrix. Der Moment ist da,
um das ganze Leben nur noch zu beobachten, wahrzunehmen, zu atmen. Ich fühle mich so gesegnet, ich darf so viele Dinge erleben in diesem Leben, aber ich bin auch mutig. Ich traue mich, ich wage mich, Menschen und auch Dinge hinter mir zu lassen, auch wenn mein Herz daran hängt. Ich traue mich auch, ein bisschen was zu riskieren und mich zu erheben, wenn die Angst mich in irgendeiner Form zu packen versucht. Sei auch du mutig. Steh jetzt auf. Genieße die Kraft und genieße den kosmischen Einfluss. Wir alle sind geführt und unterstützt. Wenn wir uns jedoch verschließen und in uns verkriechen, nicht aufrichten in unserer Schönheit, dann können wir gar nicht sehen, was uns da alles geliefert wird gerade im Moment. Alles im Leben hat zwei Seiten. Aber wohin lenkst du deinen Blick? Wohin bringst du deine Aufmerksamkeit? Und bist du dir bewusst, dass wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas lenkst, dass es so etwas ist, wie eine Absicht zu machen? Dein Leben wird dir liefern. Das Göttliche wird dir liefern. Dein höheres Selbst wird dir liefern. In jedem Moment. Das tut es schon immer. Und wenn dir gerade nicht das widerfährt, wonach du dich sehnst, dann richte deine Gedanken neu aus. Kläre dein Feld. Öffne dein Medizinrad, wenn du das kannst. Oder lass es für dich öffnen. Und dann tauche ein in die Energien und schau, was dich gerade beeinflusst. Das Medizinrad hilft dir abzuklären, welche Einflüsse auf dich einwirken und warum deine Mitte nicht deine Mitte ist. Was zieht dich gerade magnetisch an? Was lässt du in dein Feld und was, wessen oder welchen Energien versperrst du dich? Ich glaube nicht, dass man von vornherein dazu verbannt ist, entweder Leid oder Freude zu erfahren, sondern ich glaube, dass wir immer die Wahl haben. Ich glaube fest daran. Wir haben auch die Wahl, was wir empfinden, wenn uns etwas begegnet. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn dir irgendjemand weh tut, du tust mir weh. Aber es ist niemals dein Gegenüber. Es sind deine Gedanken dazu, deine Empfindungen dazu. Jeder kann doch tun, was er will. Aber wie du damit umgehst, liegt in deinem Ermessen. Und jetzt ist es Zeit, dich entsprechend wertzuschätzen und dein göttliches Sein zu leben. Dich neu zu gebären und zu erschaffen. Erschaffe dich neu. Alle Kräfte wirken jetzt genau in diese Richtung. Der weibliche Weg des Schöpfens ist das Empfangen, das Tragen. Und das Gebären. Und zu diesem Weg gehören dann die Öffnung. Bereit sein zu empfangen, die Empfängnis. Und es braucht Vertrauen. Ein bisschen Geduld. Und ein inneres Wissen. Und dann auch die Stille und die frohe Erwartung. Es ist genau in diesem Bewusstsein, der Samen von ganz alleine reift und dass er so, wie er ist, schon vollkommen ist. Du bist vollkommen so, wie du bist. Und letzten Endes liegt es an dir, dich der Sonne entgegenzustrecken und dann zu erblühen. Wenn ich mein Medizinrad öffne,
und ich auf dem Weg bin und ich sehe das goldene Licht, dann weiß ich, bin ich auf meinem Herzensweg, auf meiner Bestimmung, in meinem Sein. Und wenn ich dann andere Dinge sehe, dann ist es Zeit anzuhalten und mich wieder zu zentrieren, mich wieder auszurichten nach dem Licht. Der weibliche Weg des Erschaffens ist kein logischer Weg. Durch den Verstand gesteuerter Prozess. Nein, der weibliche Weg ist kreativ und er lenkt aus sich heraus. Ich vertraue dem Universum und ich bin offen für Visionen, für Möglichkeiten und Ideen. Auch Gedanken zählen dazu, aber keine, die mich kreisen lassen. Das Universum sorgt für mich und das Universum sorgt auch für dich. Also gibt es eigentlich nichts zu tun, als nur zu träumen und den Visionen, den Ideen und den Impulsen zu folgen. Und zwar so lange, bis sie bereit sind, kraftvoll genug sind, um sich in der Welt zu manifestieren. Also übe dich wieder in der weiblichen Kraft, ob du Frau bist oder Mann, spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Wir alle sind Träumer. I'm a dreamer, but I'm not the only one. Alle Kraft kommt von innen. Vielleicht bin ich ein bisschen stiller gerade bei dieser Botschaft. Vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit. 3.33 Uhr in der Nacht. Aber vielleicht mag ich dir auch nur ein klein wenig Zeit geben, ein bisschen genauer hinzuhören und hinzuspüren. Vielleicht sind es nicht nur die Worte, sondern auch die Energie, die mein Herz sendet. Hab keine Angst vor den Dingen, die da sind. Hab keine Angst vor der Dunkelheit. Hab keine Angst vor dem Ungewissen. Wage dich aus der Dunkelheit heraus und press dich hindurch durch die Erde, durch die Materie der Sonne entgegen und dann erblühe, leuchte. Das ist das, was ich dir mitgeben kann. Die Musik, die du im Hintergrund hörst, ist die Musik von David. Ich werde ihn ja unter dem Video verlinken. Er lebt auf Rennes-le-Château und folgte auch seiner Vision und seinem Traum. Und er hat ein Klavier und ein großes Gefühl und eine gute Nase für Menschen besonderer Art. Und dieser Song, der da läuft, ist der Maria Magdalena gewidmet und der hat in uns gespielt und uns eintauchen lassen in diese Kraft. Und damit einen Kreislauf. Ja, einen Kreislauf in Bewegung gebracht. Hat uns mit wundervollen Menschen zusammengebracht und hat uns traumhafte Erfahrungen machen lassen. Wovon träumst du? Was würdest du gerne tun? Folge genau diesem Gefühl. Zögere nicht. Und sei endlich die und der, die du bist.
Alle Kinder dieser Erde sind heranwachsende Götter. Ich danke dir, dass du mir zuhörst. Ich danke dir, dass du da bist. Und wenn vielleicht gerade ein dunkler Weg vor dir liegt und du nicht weißt, wo es hingeht, bin ich gerne für dich da. Aber du sollst wissen, dass wenn du zu mir kommst, dass ich dir vielleicht nur Türen öffne zu dir selber. Damit du lernen kannst, wieder auf deine innere Stimme zu hören und dir selbst zu vertrauen. Was auch immer ich für dich tun kann, ob es ein Channel ist, oder eine Heilung. Ich berühre nur. Alles andere geschieht in dir. Und dafür danke ich der Schöpfung. Denn jede Erfahrung, die auch du mit mir machst, mache ich auch mit dir. Und das ist die Zeitqualität. Die Zeitqualität ist, dass wir wieder zu uns kommen, dass wir uns besinnen und dass die Kraft so enorm ist, uns das zu ermöglichen. Gerne kannst du dieses Video oder beziehungsweise die Zeitqualitätsnachricht teilen. Ich freue mich sehr darüber, damit hilfst du auch mir. Oder einen Daumen hoch machen. Achte gut auf dich und vielleicht schaust du dir die Welt ab heute mit anderen Augen an. Neugierig wie ein Kind, was ab jetzt bereit ist, zur Göttin und zum Gott heranzuwachsen. Aho. Spiraling into the center of the we. Spiraling into the center of the wheel. We are the weavers, we are the woven ones, we are the dreamers, we are the dreams. We are the weavers, we are the woven ones, we are the dreamers, we are the dreams.